Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Morgenkatze und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge nach der letzten Folge, wo wir im Nether waren. Und wisst ihr, was das für eine Folge ist? Wisst ihr es? Wisst ihr es? Wisst ihr es? Fühlen Sie es, Mr. Crab? Entschuldigung, falscher Film. Leute, herzlich willkommen zur 100. Folge Morgenkatze. Die 100. Folge. Was macht man denn in der 100. Folge von einem Projekt? Geil. Erstmal was gegessen. In der 100. Folge von Projekten macht man normalerweise irgendwelche krassen Sachen. Also so richtig krasse Sachen. Sowas wie, keine Ahnung, den Ender Dragon, ein Wither oder, keine Ahnung, was gibt's noch? So ein Raid oder so? Und deswegen machen wir heute nichts von all dem und tun so, als wären die 100. Folge eine ganz normale Folge. Ja, finde ich geil. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Idee dahinter gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, bin ich gerne dabei. Mache ich gerne mit. Finde ich gute Idee. So. Folgendes. Wir müssen Sachen reparieren. Wir müssen Experience farmen. Wir müssen einen schnellen Weg finden, Experience zu farmen. Und um das Ganze hinzubekommen, Sir. Ja. Das ist unhöflich. Das ist wirklich unhöflich, was ihr hier tut. So. Mir sind zwei klitzekleine Sachen aufgefallen. Dinge, die uns helfen könnten. Wäre eine Möglichkeit, Goldnuggets zu generieren. Goldnuggets zu generieren, geht nur über die Pigmentfarm. Die Pigmentfarm ist so ein kleines Problemchen, weil durch die Pigmentfarm arbeiten wir nicht gut. Also wir können nicht unbedingt super... die Pigmentfarm ist momentan out of range, sagen wir es so. Das ist so eine Sache, die können wir später oder früher gerne machen, wenn wir stehende andere Ressourcen haben. Eine Sache, die mir aber aufgefallen ist, die funktionieren könnte im jetzigen Moment, wäre, dass wir wirklich momentan noch für Hand farmen. Und zwar, wenn wir vorher ein bestimmtes Biom gesucht haben, das wir potenziell vielleicht gefunden hätten. Aber ich weiß nicht, ob wir das in diesem Projekt schon gefunden haben. Ich habe zwar eine Liste mit allen Biomen, aber da steht es jetzt nicht für mich erkennbar direkt im ersten Moment drauf. Dementsprechend ist das halt wahrscheinlich so, dass wir es noch nicht gefunden haben. Und dieses Biom jetzt aktiv zu finden, das dürfte einiges an Zeit erfordern. Das bedeutet, meine glorreiche Idee dahinter ist es, euch zu sagen, was das Biom ist. Und vielleicht wisst ihr ja, das Biom schon mal bei uns in der Folge gesehen zu haben. Wenn ihr das Ganze nicht wisst, dann ist das halt einfach so, dass wir das nicht haben. Das kann ja sein. Es handelt sich um ein Mesa-Biom. Wir brauchen ein Mesa-Biom einfach nur, damit wir eine weit oben liegende Mine haben, damit wir dorthin eine Spinnenfarm für die Cave-Spiders bauen können. Allgemein, jeder Spawner würde funktionieren, aber ich glaube, bei uns in der unmittelbaren Umgebung hatten wir keine näheren Spawner mehr. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es mittlerweile irgendwelche Möglichkeiten gab. Es gibt einen Weg... Dabei. Waitet mal eine Sekunde. Ich glaube, es gibt einen Weg. Lass uns kurz zurückdackeln. Ich habe eine Idee. Wir könnten mal nach einem Dungeon suchen. Wir könnten nach einem Dungeon suchen und ich wüsste auch wie. Moment. Wenn wir irgendeinen Spawner kriegen, haben wir auf jeden Fall schon mal eine XP-Farm, die wir bauen könnten. So, eine normale Spawner-XP-Farm. Aber eine normale Spawner-XP-Farm würde helfen, um unsere Pickaxe so weit hoch zu bekommen, dass wir uns wenigstens regelmäßig reparieren und verzaubern können. Das würde helfen. Das würde unsere Rüstung schon mal verbessern. Das würde das ermöglichen, dass wir uns im Nether ein bisschen besser verbinden. Nicht verbinden, sondern bewegen. Entschuldigung. Worte sind manchmal schwierig. Jo. Das ist krass. Okay, also dann werden wir jetzt mal aktiv Bug usen. Okay, das bedeutet... Ihr kennt also Bug usen im übertragenen Sinn, ne? Ist nicht unbedingt Bug usen, aber... Irgendwo schon. Folgendes. Wir brauchen einen. Mehrere. Wir brauchen einen. Wo ist denn? Okay, dann haben wir keinen. Ich dachte, wir finden jetzt hier akut einen, aber dann haben wir ja keinen. Erstmal einen Pisten bauen. Wunderschön. Danach das ganze Zeug, das wir nicht mehr brauchen, zurücklegen. Ist nicht das, was wir nicht mehr brauchen. Die alte Variante geht, glaube ich, nicht mehr.
kann es euch nicht hundertprozentig sagen, ob sie geht oder nicht. Aber ich glaube, die alte Variante ging nicht mehr. Die Variante geht anscheinend auch nicht mehr. Frech! Lass uns nochmal versuchen. So, erst einmal. Nicht mehr. Au. Frech. Gut. Die Variante geht also nicht mehr. Aber wenigstens haben wir herausgefunden, dass es auch für eine Katze möglich ist, in einer solchen Situation zu überleben. Ne? Wissenschaft sei Dank. Ach Mann, dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Mann, ey. Das ist frech. Das ist frech. Naja, gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Oldschool-Variante und nehmen die Listen, die wir haben. Die Listen, die ich rief. Nee, for real. Wir hatten, wenn ich mich nicht ganz täusche, in den Nähen von Dörfern eine relativ hohe Spawn-Chance. Dementsprechend sollte das eigentlich nicht das Problem sein, dass wir das hinbekommen können. Laufende Katze ist feine Katze. 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 Wir machen gleich eine Testbohrung da hinten rechts. Und dann suchen wir dort einfach nach einem sogenannten Minengang. Wait a minute, wir hatten einen Minengang. Ich bin mir fast sicher, wir hatten einen Minengang in unserer Mine unten. Wir hatten doch einen Minengang in unserer Mine unten. Noch einen Minengang. Kurz hier runter, Moment. Ich meine, wir hatten auch in unserer Mine allgemein noch einen Minengang. Aber ich buddel jetzt hier einfach testweise auch. Da war links von uns. Hier so lange nicht ausgeleuchtet, obwohl ich eine Fackel rausgeholt habe extra. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber okay. Fein. Hier 15, 14, 13, 12. Hallo, ist hier Gold?
Da ist kein Gold. Da ist Gold. Listen here, you little bösartige Skeletten, Alter. Ey, hör jetzt auf. Ich bin echt eine wirklich nette Katze. Du musst nur aufhören, mich zu beschießen. Dann bin ich wirklich echt, echt freundlich zu dir. Glaub mir. Bin da von Grund auf nett. Solange du mich in Frieden lässt, bin ich fein. Ich wusste es. Hallo, Flugfischi. Frech. Er schießt das einfach weiter. Uiuiui. Schuhe sind putt. Bin nicht mehr voll mit Rüstung. Hallo. Hallo. Dass meine Schuhe kaputt gegangen sind, das hat mich ganz kurz aus der Fassung gebracht. Hallo. Tschüss. Alter. So, die brauchen wir fürs Spinnenauge, die Spinne. Gut. Ich fürs Spinnenauge eigentlich, aber leider keine bekommen. Wir kriegen hier gerade alles gefarmt, um von Hand ein bisschen weiterzumachen. Das ist schon mal gut. Ah! Ich hatte mich schon so übers Labis Balui gefreut, Mann. Oh Mann, ey. Das ist jetzt wirklich ehrlich. Da freut man sich über das Lapis Baloui und sprengt den Creeper direkt daran. Hallo Sir, wie geht es Ihnen? Gehen Sie bitte da runter. Sir, Sir, würden Sie bitte da runter gehen? Dann stirb, du Keck. Hallo Sir, wie geht es Ihnen? Bisschen gut? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Wir haben nicht besonders viel Gold hier. Da ist wirklich der Nether fast schon interessanter für uns. Skelett. Bin, glaube ich, mittlerweile weit zu hoch für Gold. Schrecklich. Sowas. Mann, ey. Okay, das bedeutet Folge 100. Irren wir in einer Mine umher und versuchen Gold zu finden auf einer Höhe, auf der es gar nicht existiert. Ah ja, okay. Wir hatten uns aufgezogen. Wir waren so ein Aufziehauto. Kennt die Geräuschkunde. Lauf genau in die falsche Richtung, stimmt's? Ich bin Profi. Ich bin Profi. Okay. Wir sind auf der ewig währenden Mission, mein Gold zu finden. Hallo. Ah, so könnte passen. Noch ein Stück. Noch nicht. Jetzt aber. Ja, wieder erwischt. Na, komm schon. Wo ist es hin? Mach nochmal bitte. Ja. Ja. Ja.
Na, komm schon, noch einer. Noch einer? Noch einer? Das ist jetzt wirklich traurig. Das macht mich jetzt echt traurig. Das macht mich jetzt hochgradig traurig. Wir hatten es fast benutzt, um das andere Skelett zu töten. Und es wollte per Du nicht sterben. Ist das ärgerlich. Jetzt ist unser Schild kaputt. Mann, ja. Das war super doof. Ja. Keine Fackeln. Nichts anderes mehr so dabei. Finde ich nice. I would say it's okay. I'm alright on my way, because I'm a super cat. And super cats don't fly. That's a lover. Mr. Lover, Lover. Okay, lass uns einfach nach oben kraxeln, würde ich sagen. Das dürfte es auch theoretisch schon von dieser Folge gewesen sein. Entschuldigung, dass bei Folge 100 nichts Besonderes war. Eigentlich muss ich mich dafür nicht entschuldigen. Ich finde, jede Morgenkatze ist was Besonderes. Auf ihre eigene Art und Weise ist es nämlich jeden Morgen eine ganz besondere Sache bei euch im Tagesrhythmus. Also bei vielen von euch. Nicht bei allen. Was ist das denn? Sind sie ein echter Creeper? Das ist ja richtig doof, Alter. Stell dir mal vor, du wärst ein Creeper, Alter. Ey, überleg dir das mal. Du hast nichts zu tun, bist ein Creeper. Gieß Kacke aus. Biss Kacke. Ja? Stop it. Hab ihn gebissen. Nein. So. Ich würde behaupten, wir schmeißen unser Selbst in dieses Haus, in das Bett und beenden dann dort diese Folge. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert, offiziell, von Katze hat Ihnen diese Folge präsentiert, GmbH und Co. KG. Danke Ihnen für diese Unterstützung und da draußen stirbt gerade noch ein Maybe-Zombie, glaube ich. Es ist der gruselige Mann mit den Augenbrauen, Mann. Will der mir einfach die Tür einhauen? Sowas Freches. Menschen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dann, jetzt mal. Ciao. Brrr.